Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Benefizkonzert für die Ukraine. Solidarität ist die politische Form der Nächstenliebe, hat der Politiker Norbert Blüm einmal gesagt. Sie ist kein Luxus, sondern Existenzbedingung des menschlichen Lebens. Um ihrer Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine, mit den vielen Geflüchteten und nach wie vor Flüchtenden, mit allen Leidtragenden dieses Krieges Ausdruck zu verleihen, haben sich Anne-Sophie Mutter und die drei großen Orchester Münchens, das Bayerische Staatsorchester, die Münchner Philharmoniker und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie der Dirigent Lahav Shani zusammengetan, um dieses Konzert zu spielen. Ein Konzert, das ein Zeichen sein soll, ein ideelles, aber auch eines der ganz konkreten Unterstützung. Wie diese Unterstützung, diese Hilfe aussehen kann, darüber werden wir gleich noch genauer sprechen. Zunächst aber bitte ich den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München auf die Bühne, Dieter Reiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich will Sie auch erstmal ganz herzlich willkommen heißen hier in der Isar-Philharmonie zum heutigen Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine. Und ich will Ihnen auch gleich danken. Danken dafür, dass Sie mit Ihrem Eintritt beigetragen haben, dort Hilfe zu leisten. Herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich will, Sie können sich selber beklatschen, müssen Sie aber nicht. Ich will gerne nochmal auch den Dank natürlich ausweiten, insbesondere an die Mitwirkenden. Ich bedanke mich ganz besonders bei Anne-Sophie Mutter, beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, beim Bayerischen Staatsorchester, bei unseren Münchner Philharmonikern und natürlich natürlich auch bei Lahav Shani, unseren heutigen Dirigenten. Sie alle verzichten dankenswerterweise auf Ihr Honorar und machen es somit möglich, dass der Erlös des heutigen Abends zu 100% an die Organisation Save the Children gehen kann. Herzlichen Dank an euch alle dafür. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, allen Münchnerinnen und Münchnern ganz herzlich zu danken. München zeichnet sich wieder einmal aus. Wir haben in den letzten Tagen eine Welle der Hilfsbereitschaft, die unglaublich ist. Menschen spenden Sachen, spenden Geld, nehmen Menschen aus der Ukraine auf, helfen, wo es geht. Ich finde, München leuchtet immer dann ganz besonders, wenn es gilt, anderen Menschen zu helfen. Herzlichen Dank, liebes München. Und natürlich, last but not least, möchte ich auch der Organisation Save the Children danken. Seit 2014 setzt sich diese Organisation für Kinder und deren Familien in der Ukraine ein, hilft dort, wo es geht. Der Geschäftsführer, Herr Westphal, wird im Anschluss noch ein paar Worte an Sie richten, sodass ich zu diesen Details gar nichts mehr sagen muss. Außer, lieber Herr Westphal, herzlichen Dank, dass Sie dafür gewährleisten, dass das Geld, das heute zusammenkommt und alle anderen Spenden, dort ankommt, wo es hin muss, nämlich in die Ukraine. Dankeschön. Meine Damen und Herren, heute ist nicht der Abend für große Reden. Deswegen will ich es auch bei dem Dank an Sie alle belassen. Wir alle, Sie alle wissen, warum wir heute hier sind. Weil Worte allein nicht genügen können, weil wir alle was tun müssen, um in diesen schrecklichen Zeiten ein bisschen Licht zu spenden. Wir alle sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und wir alle wünschen ihnen nichts mehr, als dass sie baldmöglichst wieder in Frieden leben dürfen. Ich denke, unter diesen Voraussetzungen wünsche ich uns trotzdem heute noch einen wunderschönen Abend, wenn die wunderbare Musik
von Ludwig van Beethoven erklingt, hoffe ich, dass uns das allen zusammen Hoffnung gibt. Vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Und hier ist der schon erwähnte Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, Florian Westphal. Guten Abend. Guten Abend. Herr Westphal, an welchen Orten ist Ihre Hilfsorganisation momentan aktiv im Kontext des Ukraine-Kriegs und welche Eindrücke erhalten Sie von dort? Also was wir momentan in der Ukraine erleben, ist ein Krieg gegen Kinder. Kinder und ihre Familien erleben dort unglaubliche Dinge. Mädchen und Jungs haben Angstzustände, müssen sich vor den Bomben in Kellern und U-Bahnhöfen verstecken. Viele werden verwundet, andere werden getötet. Das betrifft eigentlich alle der 7,5 Millionen Kinder in der Ukraine. Und darüber hinaus sind ja schon mehr als 2 Millionen Menschen in die Nachbarländer geflohen. Und das sind auch vor allem Frauen und Kinder. Und da sind wir jetzt besonders aktiv, gemeinsam mit Partnerorganisationen in Rumänien, in Polen, um das Nötigste zur Verfügung zu stellen. Das sind warme Kleidung, das sind Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente, aber auch Schutz und Spielräume, psychosoziale Unterstützung, damit die Kinder langsam anfangen können, über das Erlebte hinwegzukommen. Was die Kolleginnen von den Grenzregionen berichten, was uns besondere Sorge bereitet, ist, dass mehr und mehr unbegleitete Kinder, das heißt alleine über die Grenze kommen, auch ganz junge, unter 14 Jahren alt. Und das wird sicherlich ein Schwerpunkt unserer Arbeit sein, sich vor allem um diese Kinder zu kümmern, die von ihren Eltern eben in die Sicherheit geschickt werden, aber die Eltern können nicht mitkommen. Leider, was wir in der Ukraine sehen, ist das, was wir in allen Kriegen sehen. Es sind die Schwächsten, es sind die Verwundbarsten, die am meisten leiden. Das sind leider Kinder. Wie können wir, die Menschen in Deutschland, ganz konkret helfen in dieser Situation? Ich glaube, jeder von uns kann das tun, was in unseren Mitteln steht. Mit 90 Euro können wir eine Familie lang einen Monat mit den notwendigsten Lebensmitteln versorgen. Wir erleben ja eine unglaubliche Hilfsbereitschaft momentan hier in Deutschland. Auch wir kriegen viele Angebote, wir bekommen viele Spenden. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ich glaube, eine Sache, die sehr wichtig ist, meine Damen und Herren, ist, dass wir aber auch dranbleiben, denn diese Krise wird wahrscheinlich leider dauern. Aber für die Spenden sind wir extrem dankbar. Auch der Erlös von dem Konzert heute Abend geht zu 100% an unsere Arbeit in der Ukraine und in den Nachbarländern. Damit können wir helfen. Und deswegen gebührt natürlich ein ganz besonderer Dank auch Anne-Sophie Mutter, die uns, ich kann sie jetzt gerade nicht sehen, das liegt daran, dass sie noch nicht hier ist, aber die uns natürlich seit vielen Jahren fantastisch unterstützt mit einem großartigen Engagement für Kinder in Jemen, in Syrien, in Konfliktregionen weltweit. Aber auch Ihnen, meine Damen und Herren, ein ganz großer Dank für Ihr Engagement, dass Sie das hier möglich gemacht haben. Hinter Ihnen stehen ganz viele tolle Leute, die an der Organisation mitgearbeitet haben, um dieses unglaubliche Konzert innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine zu stellen. Dafür sind wir dankbar und natürlich sind wir Ihnen sehr dankbar, meine Damen und Herren. Und mein letzter Aufruf lautet einfach, lassen Sie uns auch weiterhin für die Kinder in der Ukraine gemeinsam einstehen und uns gemeinsam einsetzen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank, Florian Westphal, und alles Gute, viel Erfolg, so wie es auch irgendwie geht in dieser schwierigen Situation für Ihre Organisation. Und jetzt soll sie hier sein, die schon angekündigte, die Solistin des heutigen Abends. Sie spielt das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven, Anne-Sophie Mutter.
Thank you.
Thank you.
Es wird noch eine Zugabe geben. Das ist schon mal die gute Nachricht. Anne-Sophie Mutter. Schlechte Nachricht, wir reden schon wieder. Ja. Wie kam es denn zu der Initiative? Wie kam dieses Konzert zustande? Erzählen Sie uns bitte kurz nochmal. Ja, ich habe dem Intendanten der Münchner Philharmoniker am Wochenende nach dem brutalen Überfall auf Ukraine eine SMS geschickt. Ich habe ihm geschrieben, wir müssen unbedingt was tun. Wir müssen ein Benefizkonzert spielen für die Opfer, für Save the Children möglicherweise. Und Montag darauf habe ich Herrn Reiter versucht zu erreichen. Und der Kulturreferent war dann sehr, sehr nett. Und da hatte ich aber schon von Herrn Müller erfahren, dass eigentlich alles schon klar war. Und wir ganz, ganz schnell die wunderbaren Kollegen der Münchner Philharmoniker, des Bayerischen Rundfunk und des Bayerischen Staatsorchesters gewinnen konnten mit uns gemeinsam und unserem wunderbaren Maestro Schahani. Es ist ein großes Glück natürlich, dass er auch frei war, einen Beethoven-Abend zu gestalten. Es ist uns allen sehr wichtig, auch als Partnerstadt von Kiew zusammenzustehen, uns gegen diesen Wahnsinn des Krieges anzustemmen, zu versuchen, mit Musik dagegen anzuklingen und vor allen Dingen da Hoffnung und Hilfe hinbringen, wo es am dringendsten notwendig ist, nämlich bei den Kindern. Denn die Kinder sind die, die am meisten Leid tragen, die von heute auf morgen schrecklich erwachsen geworden sind. Das sind dann Generationen von traumatisierten Menschen, die dieser schreckliche, brutale Krieg hinterlassen wird. Und ich bin Ihnen allen sehr dankbar, zum einen, dass Sie gekommen sind, um diesen Moment mit uns zu teilen, diesen Moment auch der Dankbarkeit, dass wir gemeinsam etwas erleben dürfen, dass wir Emotionen in der Musik ausdrücken dürfen, erleben dürfen, teilen dürfen. Denn nur gemeinsam, so finde ich, ist das Leben sinnvoll. Und ich bin Ihnen auch dankbar, wenn Sie für Save the Children spenden. Auch im Nachgang des Konzertes ist dies natürlich immer möglich, um ein bisschen die Not zu mindern, die einfach unfassbar groß ist. Gemeinsamkeit ist auch das Stichwort in gewisser Weise für die Zugabe, die eine ganz besondere ist. Es wird nämlich noch ein Solist gleich auf die Bühne kommen, der Bratschist Wladimir Babeschko. Warum ist sie besonders, die Zugabe? Naja, Wladimir ist zum einen einer der wichtigsten jungen, wunderbarsten jungen Bratschisten, zum anderen mein Partner im Quartett, aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn hier auf die Bühne holen, um den langsamen Satz von Mozarts Sinfonia Concertante als musikalisches Gebet für die Opfer dieses grausamen Krieges zu spielen. Wladimir ist Russe, Wladimir ist in Kasan geboren, in der Tatarischen Republik. Und er hat auch ukrainische Wurzeln seitens seines Vaters. Und ich glaube, wir Musiker, wir sind ja gewohnt, miteinander im Dialog zu stehen. Und wenn der Nachbar nicht gerade falsch spielt, dann vertragen wir uns alle ganz wunderbar. Egal, welche kulturelle Herkunft, Religion, whatever, who cares. Musik ist ein einziger Dialog. Und wir geben unser Bestes und wir lieben die Gemeinschaft. Und deshalb ist es, glaube ich, besonders sinnfällig, Wladimir jetzt auf die Bühne zu bitten. Dann tun wir das. Vielen Dank für diesen Dialog. Danke.
Die Ideale der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hat Ludwig van Beethoven in gewisser Weise in Musik weitergedacht. Auch und gerade zu einer Zeit, wo er sich innerlich von der politischen Entwicklung und Umsetzung dieser Revolution schon weit entfernt hatte. Den Kulminationspunkt der Überwindung aller Grenzen, aus damaliger Sicht durchaus auch musikalischer Grenzen, erleben wir im Schluss der 9. Symphonie, wenn der Chor die Ode an die Freude, die Hymne auf das Miteinander, die Brüderlichkeit aller Menschen regelrecht hinausschleudert. Aber es braucht nicht viel Fantasie, um auch den großen C-Dur-Schluss der 5. Symphonie, die wir gleich hören werden, als ein großes Statement Beethovens zu begreifen, als ein Plädoyer mit Ausrufezeichen für eine Welt des Miteinanders und der Menschlichkeit. Einer Bekannten hat Beethoven einmal ins Stammbuch geschrieben, im Wortsinn ins Stammbuch geschrieben: Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht, verleugnen. Lahav Chani dirigiert Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters, der Münchner Philharmoniker und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Ludwig van Beethoven, Symphonie Nummer 5.
Thank you.
Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben. Noch wird uns lächeln, junge Ukrainer, das Schicksal. Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne. Und auch wir, Brüder, werden Herren im eigenen Land sein. Das ist der übersetzte Text der ersten Strophe der ukrainischen Nationalhymne. Er stammt von Paulo Chobinski. Sein Zeitgenosse, der katholische Priester Michailo Verbitsky, komponierte 1863 die Musik dazu. Mit dieser Hymne, gespielt von Musikerinnen und Musikern des Bayerischen Staatsorchesters, der Münchner Philharmoniker sowie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Lahav Shani, geht unser Benefizkonzert für die Ukraine zu Ende. Wenn Sie für die notleidenden Menschen, besonders die Kinder aus der Ukraine, spenden möchten, dann finden Sie alle Informationen im Internet unter savethechildren.de. Papst Johannes Paul II., einer der großen Brückenbauer im Kalten Krieg, hat einmal gesagt: Krieg ist niemals ein unabwendbares Schicksal. Krieg bedeutet immer eine Niederlage für die Menschheit. Diese Niederlage wollen wir nicht hinnehmen. Auch den Krieg als unabwendbares Schicksal wollen wir nicht anerkennen. Und auch dafür sollte dieses Konzert ein bescheidenes Zeichen sein.